Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexi. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Ihr Schwert hat keine Macht. Tano, wie gut Sie doch für Ihr Alter aussehen. Und wie lang verschweigen Sie schon das Mal des Outsiders? Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Coldridge.
Mein Vater verlor alles, schickte mich zur Stadtwache, kaum besser als betteln. Und ich musste ihnen gehorchen, Corvo Atano, Sohn eines zirkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexei, der Thronsaal, Emily. Nichts, was ich alleine kann. Ich muss hier raus. Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Delilah hat mein Mal das Auto. Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Stadtstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen hat sie gesucht. Fliehen Sie und helfen Sie, Emily. Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl. Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zirkonos. Untreue Hunde. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben.
Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Diese Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Frühe Pension. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Das Schloss stammt von Sokolov. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen. Sollte ich mitnehmen. Wieder zurück in die Welt. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Ich glaube, der Kronmeuchler hat eine Verbindung zu Delilahs Staatsstreich. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen.
Schnell raus aus Dunwall. Delilah hat Emily versteinert. Aber ich werde sie zurückholen. Du bist deine Uniform nicht wert. Ich muss ein Schiff finden. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist tot. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Corvo Atano ist offenbar geflohen. Wir müssen ihn finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so, es gibt keinen Weg zurück. Kaiserin Emily Caldwin und Schutzherr Corvo Atano sind nun gesuchte Verbrecher. Und nicht vergessen, ihre Hilfe bei der Ergreifung von Staatsfeinden wird belohnt. Das ist Corvo Atano! Den hole ich mir! Scheiße nochmal! Hey, wer ist das? Du bist umzingelt! Noch was? Was bist du noch? Nein! Nein! Verdammt! Dafür bring ich dich um! Das hier ist ein Ende! Achtung, Bürger von Dunwall! Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Freise Delilah, erste ihres Namens. Ferner wird Corvo Atano wegen Verrats gesucht. Was bitte? Was? Also, hast du das gehört? Hey, wer ist? Verdammt! Du gehst nirgendwo hin! Thank you.
Was? Verdecktes Gesicht wird dir gerade nicht gefallen. Wir sollten darüber nicht sprechen. Bis später also. Hey, während der Blut... Was ist hier los? Ich kenne das Schiff nicht. Fragen wir mal den Kapitän. Das ist Karo! Kaiserliche Schutzherr! Los, Bewegung! Du bist umzingelt! Er darf nicht fliehen, Karl! Das dauert nicht lang!
In Dunwall geht also gerade alles vor die Hunde. Der alte Lord Atano. Sie sollten mir wirklich zuhören. Kaiserlicher Schutzherr, tut mir leid, aber Sie sehen aus wie eine wandelnde Leiche. War ein ungewöhnlicher Tag. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton. Der Herzog hat eine gewisse Delilah auf den Thron gesetzt. Sie haben Emily, ich könnte fliehen. Ich muss erstmal verschwinden, mich neu orientieren. Irgendwas passiert doch immer in Dunwall. Ist wie das Ende der Welt. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Ja, sie heißt die Dreadful Whale. Wollen wir? Gehen wir.